McDonald's Test. Ich bin in Wien und dachte, komm, geh mal zu McDonald's, mach mal so einen richtigen Burger-Pommes-Test, weil das ja mal ganz interessant ist, ja? Also, da gehe ich ja nicht oft hin, also vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht alle 2 Jahre und von der Seite ab ins McDrive oder wie das Ding heißt, ja? True Drive oder so. Und das war relativ leer, ich hatte also einen guten Start, es war also eine entspannte Einfahrt. Und dann habe ich erstmal geguckt, was gab es da. Also ich erinnerte mich, es gab früher diesen Big Mac und es gab natürlich eine Cola und diese French Fries und so. Ne? Also das hat sich nicht viel geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Preise. Meine Güte, ist richtig teuer geworden. Also Österreich McDonald's ist extrem teuer. Ich weiß nicht, wie ist das in Deutschland oder so? Also ich meine, Amerika ist immer noch $1 für einen Cheeseburger oder sowas. Na gut, man bezahlt dann da, natürlich mit Cash, Bargeld, ist ja logisch. Und dann vorne beim Abholen auch da freundliches kurzes Hallo. Die sind ja dann auch drin beschäftigt. So, man fährt dann wieder raus. Und dann braucht man dann natürlich ein schönes Plätzchen, weil man natürlich gucken muss, wo kann man den jetzt essen, weil da in dem Laden gehe ich auf keinen Fall hin. Ach ja, und diese Abfallgeschichte, da haben die ja jetzt diesen Clean-Up Day, ja, bei McDonald's. Also auch wieder so eine Fake-Werbegeschichte, ja. Für die Umwelt heißt es da, gehen wir voran. Also ich meine, wer sich hier richtig trennt, der spart wertvolle Ressourcen, ist dieses Motto von denen. Ne? Naja, also ich meine, da lache ich mich jetzt schon tot. Weil so Restabfall sammeln, trennen und 90% recyceln. Also da sage ich nur, wenn die Qualität scheiße ist, dann weiß ich, wo ich das recycle. Nämlich logischerweise in der großen Mülltonne, ja. Also ab da hinten raus, den ganzen Dreck rausgeschmissen. Ich habe das probiert, es war unterirdisch. Also so ein Mist, das kann man nicht essen. Also mir hat das nicht geschmeckt. Das war für mich wirklich wie ein Mistkübel. Deswegen musste das in den großen Mistkübel direkt dahin und habe ich gesagt, weg mit dem Zeug, damit ich mich ja nicht aufrege. Aber ich sage, es war teuer, ja. Also für diese schlechte Ware, also über 10 Euro, ist für so Frechheit, ja. Und kleine Portionen. Na, wenigstens gab es ein Menü, aber ich meine, wenn es nicht schmeckt, was soll man sagen? Mach keinen Mist.